Ja, heute muss ich diese schöne Aussicht verlassen. Oder darf ich? Und es geht weiter über den Sustenpass, den ich heute mal ausprobieren möchte. Und dann noch Geschehen nach Wassen, dann über den Sustenpass nach Innertkirchen. Ich habe schon einiges von ihm gehört und bin mal gespannt, wie er so wird. Ich freue mich. So, jetzt ist es schon fast 10:45 und ich habe noch keinen Meter Höhenmeter gut gemacht. Das lag daran, dass ich mich dummerweise gleich auf der ersten Abfahrt meiner Tour lang gemacht habe und ein bisschen mich dann verarztet habe und das Fahrrad wieder gerichtet habe. Da geht doch schon viel Zeit drauf. Jetzt habe ich all meinen Pflastervorrat gleich am ersten Tag verbraucht, also ab jetzt muss es sturzfrei gehen. Das Tal, das gefällt mir unheimlich gut, weil das einfach so schön ist, so verschlungene Autostraßen, Autobahnen sogar, Bahnlinien, zwei Stück, der Zug, der durch Tunnel fährt und riesen Kurven fährt, um die Höhe zu gewinnen. Und jetzt geht's hoch, da oben sehe ich schon ein paar Autos blinken, das ist der Sustenpass. Also man merkt schon, dass dieser Sustenpass keine klassische Nord-Süd-Verbindung ist, sondern mehr in Ost-West-Richtung geht. Das heißt, dass gar nicht so viel Fernverkehr. Der meiste Verkehr, der hier lang geht, ist dann doch eher touristisch, habe ich den Eindruck. Insofern lässt sich das unterm Strich ganz passabel fahren. Ja, jetzt fahre ich die ganze Zeit so mit der Sonne knallig im Rücken. Die scheint mir auf den Nacken. Ein bisschen Schatten würde ich mich ja schon mal freuen, so ab und an, aber den gibt es hier nicht. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich jetzt nicht so den Gegenwind habe, den man an solchen Streckenabschnitten Richtung Westen schon manchmal hat, sondern es ist relativ windstill und das ist gut so. Das nun ist der Straßenverlauf ab hier bis wahrscheinlich in unmittelbare Passnähe entlang dieses wunderschönen Tals. Es erinnert mich so ein bisschen an Forcola di Livigno. Da sah man auch schon den nächsten Kilometer, wohin man fahren muss. Ein bisschen frustrierend, weil es immer der gleiche Blick ist. Man das Gefühl hat, man kommt nicht vorwärts. Aber andererseits, man weiß, wo es lang geht. Und das Gute ist, es hat jetzt leichte Rückenwind eingesetzt. Also auf den Pass. Hier wachsen Blumen mitten aus den Felsen. Unglaublich, das sind echt Überlebenskünstler. Und was man als Autofahrer so nicht sieht. Ja, schade, auf diesen Brunnen hätte ich gehofft, auf überhaupt einen Brunnen. Meine Flaschen sind jetzt leer. Naja, es sind noch 200 Höhenmeter, knapp zum Gipfel. Das muss ich jetzt ohne Wasser schaffen. Aber im Ernst, man merkt es hier schon, die Trockenheit, der komplett trockene Juli. Ich glaube, das meiste Wasser, was hier runterkommt, ist schmelzendes Gletscherwasser. Und da, wo keine Gletscher mehr sind, kommt auch kein Wasser mehr die Berge runter. Und da versiegen auch die Brunnen. Aber es geht auch noch weiter hoch, nämlich da oben. Na, mal schauen.
Nun bin ich endlich auf dem Sustenpass angekommen. Die Passstraße fährt durch einen Tunnel, sodass man die letzten Meter geschenkt bekommt. Da ist ein kleines Hospiz oder Restaurant. Und dann beginnt gleich 1700 oder so Höhenmeter Abfahrt nach Innertkirchen. So, das ist hier eine sehr lange Abfahrt, richtig lange, ich glaube 25 Kilometer mindestens. Da muss ich tatsächlich eine Pause machen, weil das ja auch Konzentration erfordert. Sehr abwechslungsreich. So, Ende der Abfahrt war schon sehr lang, es wurde auch irgendwann Zeit. Jetzt bin ich hier in Innertkirchen angelangt und das ist die Aare. Und dann geht es da hinten wahrscheinlich in die Aare-Schlucht. Ja, nun bin ich ziemlich ausgedörrt und ein bisschen leviert hier angekommen und auch ziemlich kaputt. Was nehme ich mit vom Sustenpass? Also tolle Straße, angenehme Steigung. Moderater Verkehr. Was nicht so schön war, war, dass es bergauf praktisch in der knalligen Sonne die ganze Zeit ging über Stunden. Ja, und ich glaube, ein bisschen Training, mehr Training hätte mir auch gut getan. Das Schöne ist, dass um diese Zeit praktisch nichts mehr los ist. Und dieser gegenüberliegende Felsen, der ist sage und schreibe diese Steilwand 180 Meter hoch. Da merkt man, dass einem da irgendwie Dimensionen verschwimmen. Man weiß gar nicht mehr, sind das 30 Meter oder 200. Aber wie man hier sieht, es ist angenehm schattig überall und auch entsprechend kühl. Das ist genau das Richtige nach so einem sonnigen, heißen Tag. Jetzt weiß ich auch, warum am Eingang ein Schild stand, dass hier das Fliegen von Drohnen verboten ist. Also ich glaube, da müsste man schon ein sehr, sehr guter Drohnenpilot sein, um hier durch zu navigieren. Hier ist es aber echt eng. So, jetzt geht es gar nicht mehr weiter mit dem Wanderweg.
Jetzt muss der Wanderweg in eine Höhle, in einen Durchbruch, in einen Tunnel ausweichen. Jetzt ist die Schlucht etwa nur noch einen Meter breit. Und da empfängt einem wieder Sonne nicht. Ich glaube, das Ende der Schlucht ist erreicht. Oh ja. Licht am Ende des Tunnels. Sagenhaft. Also das ist schon beeindruckend, muss ich schon sagen. Hat alles seinen Preis, wie überall in der Schweiz. Aber das für Freunde von Natur ist auf jeden Fall ein Top-Tipp. Ja, das war noch ein schöner Abschluss eines anstrengenden Tages. Hat mir sehr gut gefallen hier.